Hallo und willkommen zurück zu Shaninjas Let's Plays und Fortnite. Ja, wie ihr wahrscheinlich wisst, ist am 24.03. das GameStar Alliance Fortnite Battle Royale Turnier. Aber wir sind, glaube ich, 20 Paare, hieß es. Und mein Kollege und ich, wir sind jetzt sowohl im Solo als auch im Koop immer mal wieder am Trainieren. Und das tue ich auch gerade. Die letzten Runde waren eigentlich immer alle recht gut. Ich bin immer so, ja, Platz 15 am schlechtesten oder 12. Einmal sogar 5 oder 6 war es. Hä? Springen manche anders? Wie schaffen die das? No, not possible. Das erinnert mich an UT-Zeiten und den Rocket Launch. Rocket Jump. So, ich wollte da hinten hin, damit ich nicht gleich am Anfang bin. 93 sind noch dabei. Von 93 dabei, aber... Ach nee, das heißt gar nicht, wie viele noch da sind, sondern wie viele Sekunden man noch Zeit hat, rauszuspringen, glaube ich. Aber trotzdem, das, was ich vorher gedacht hatte, dass die Masse... am Anfang rausspringt, ist trotzdem noch der Fall. Zu der Hütte, da wollte ich eigentlich. Oh, da ist einer. Ah, der geht doch darüber. Ach, da ist ein Pferd. Ein Schrottplatz, hier war ich auch noch nicht. Geil. Schall gedämpft? Yes. Muss ich nur noch treffen. Erstmal nehmen, damit er sie nicht nehmen kann. Könnte hier überall sein. Achtundzwanzig Schaden. Vielleicht ist er auch schon weitergezogen.
So, ich sollte auf jeden Fall mal laufen. Impulsgranate habe ich auch noch nie benutzt. Der ist 100 pro schon weiter. Legendäre Pistole, aber ich weiß nicht, ob die so gut ist. Vor allem, weil die meisten Spieler. Oh, siehst du, apropos. Mindestens 100 Leben haben. Da denke ich mir halt, da sind halt mit einem Maschinengewehr, was vielleicht genauso viel Schaden macht. 31 sogar mehr. Dafür mehrmals hintereinander schießt. Ist doch die Chance wahrscheinlich besser, dann irgendwie wen zu töten, aber keine Ahnung. 24 Sekunden, dann geht's los. Nee, ich habe noch ein gutes Stück zu laufen. Auch wenn da irgendwas Gelbes lag. So, mehr als die Hälfte ist schon wieder tot. 94 waren wir, glaube ich. Das kann knapp werden. Ah, man kann sogar auch rennen, wenn man. Auf der Karte ist. Das ist natürlich cool. Zwei Minuten, okay, wir sind aber schon relativ nah an unserem Ziel. Und da jetzt ins offene Looty Lake sollte ich auch nicht laufen. Gehe ich lieber mal ein Stück rum, lieber mal irgendwo hier so lang, keine Ahnung. Ich will ja nicht ganz auf dem Präsentierteller sein. Es sterben ständig welche, aber ich glaube nicht, dass für jeden links irgendwie so eine Botschaft steht. Okay, zwei gestorben, zwei Botschaften, okay. Vielleicht doch. Vielleicht kam es mir nur nicht so vor, weil es so schnell wieder ausgeblendet wurde. Ich habe 1,5 Minuten fast. Ich glaube, ich sollte es mir zeitlich leisten können, hier mal reinzulaufen. Aber die Tür ist schon offen. Da war schon mal jemand drin. Didim. Da ist jemand. Ah, jetzt hat er mich natürlich gesehen, schade. So, auf jeden Fall bin ich erstmal safe. So, sehen wir hier irgendwas, das sich bewegt? Die Mauer ist hier auf jeden Fall da. Oh, und der nächste ist auch wieder so arschweit weg. Ich habe natürlich nach wie vor Risiko, dass der Typ hier noch rumläuft. Oder ein anderer. Sag ich doch.
Von vorne oder was? Auf jeden Fall war er weiter weg. Und ohne Waffen aus Distanz hätte ich da jetzt eh nichts machen können. Laufen wir mal lieber, weil in einer Minute noch was geht, schon der nächste Sturm weiter. Das ist nicht viel Zeit. Scheiße. Das war vermutlich jemand anders. Warum bleibt er hängen? Ah, da wäre ein Schild dran gewesen. Scheiße aber auch. Ich habe überhaupt keine Rohstoffe dieses Spiel gesammelt. Los, schnell um die Ecke. Ich muss unbedingt was finden, sonst sterbe ich gleich. Kacke! Da hinten liegt was. Die Dings, die ich habe, noch mal in Epic. Aber erstmal muss ich schnell weg. So, ich bin erstmal wieder safe vor dem Sturm. Aber auch nur vor dem Sturm. Alter, noch weiter weg. Ich brauche was zu essen. Echt manche Objekte, die richtig dolle behindern. Ich frage mich, ob die beiden Typen noch leben, die mich schon angegriffen haben. Munition ist schon nett, aber... Ich könnte so dringend was zum Überleben gebrauchen. Tja, hacke ich jetzt einen Baum oder verrate ich mich damit zu sehr?
Das ist eine fette Basis schon. Das Leben nur noch neu, ne, aber ich habe diesmal null Chance irgendwie auf einen Sieg, finde ich. Genau wegen sowas. Weil, was will ich machen mit 20 Leben? Aber der war direkt hinter mir auch noch, der Penner. Scheiße. Aber Platz 9. So, der baut sich hoch. Vor allem gleich so richtig hoch auch. Warum kann er da oben durchgucken? Lol. Ich frag mich, warum der andere auch nicht geschossen hat. Der hat gewartet, bis der rausguckt, oder was? Da ist es irgendwie nicht fertig gebaut. Ist ja auch interessant. Gucken wir uns mal die Runde noch zu Ende an, weil für eine neue Runde ist die Zeit eh zu kurz. 7 Leute leben noch. Schade, dass man das Equip auch immer nicht sieht. Das ärgert mich immer. Vor allem, warum bewegt er sich überhaupt so? Deswegen. Ach, die zieht richtig runter, sogar die Schru das Zielfernrohr, ich meine, er sagt. Achso, er musste sich bewegen, weil er außerhalb des Sturms wäre. Aber ja, nicht zu weit geht er, okay. Ach, wie schnell das geht, krass. Und dann haut er da zweimal gegen, dass der obere Part scheinbar kaputt ist. Was macht der da? Vor allem deswegen hat er vielleicht auch den anderen so gut getroffen, weil das gerade rund, er zieht höher und damit landet es dann innen. Aber ich bin echt mal aufs Turnier gespannt. Ein paar Pros werden sicherlich dabei sein bei uns. Es wird doch übrigens so sein, dass wir 3 Runden spielen werden. Drei Runden zu 20 mal 2 Leuten. So, es sind immer noch 7 am Leben, wahrscheinlich alle verbarrikadiert. Hätte ich ja auch gemacht, aber A, hatte ich keine Rohstoffe mehr, weil ich ein paar Mal flüchten musste. Und ich hatte auch sonst nichts. Geht der denn hin? Ach, da lag wahrscheinlich guter Loot, aber ist ja auch mutig, weil die Wand kommt jetzt. Ach, man kann dann Tor perfekt durchschießen, ist ja auch mies. Hat es sich jetzt eingebaut da hinten? Ah, er ist rausgekommen noch. Einer ist auf jeden Fall tot. Der hat irgendwie Schrot abgekriegt. Ich habe das Gefühl, die geht auch nicht mehr so schnell hoch. Ah, der da hinten ist auf jeden Fall auch raus aus seiner. Vielleicht ist das sogar. Ach nee, der läuft da gerade runter. Ja, sowas ist natürlich auch schlau zu machen. Weil wenn er runterfällt, stirbt er am Fallschaden. Ich frage mich, was der von Zielfernrohr hat. Also auch welche. Also das Zielfernrohr hatte ich glaube ich auch schon, aber welche Seltenheitsstufe. Aber da haben die da hinten ja richtig Glück gerade. Dass genau da
das Dings ist. Ah, hier kann er bauen und ist sogar noch geschützt. Na, hat er nicht mehr genug? Das hört sich nach Granaten an. Zwei Seiten, okay. Ist noch voll umsingelt sogar. Auf wem schießt man denn auch, ja? Krass. Ich ärgere mich zwar, dass der mich gekriegt hatte, aber... Ah, der andere ist runtergelaufen. Das war super nah. Da hat einen Raketenwerfer auf jeden Fall. Ich frage mich, ob man diese Löcher auch wirklich nutzen kann. Viel Muni wird er da unten wahrscheinlich auch nicht mehr haben. Warum schießt er so tief? Ah, okay. Hat aber Glück gehabt. Ich hätte gar nicht gewusst, wer der ist gerade mit diesem ganzen Drehen und Bauen. Da drüben muss er hin. Und da fliegt eine Granate. Die muss auch richtig viel Rohstoffe haben. Trotzdem, obwohl der Typ da unten mit Granaten und Raketen schießt, guckt sie hoch. Ich würde schon sagen, da hat sie gerade voll eine abgekriegt. Was die an Rohstoffe haben muss. Gut, sie macht nicht mal mehr Stein, aber... Hauptsache, sie steht richtig drinnen noch im Sturmauge. Clever, clever. Von wo kam das? Drei Leute leben noch und der Kreisel wird gleich wieder kleiner. Einfach abwarten. Ah, alle beide sind da oben. Na dann, wenn zwei sich streiten. Well, woran das denn? Oh, das ist doch kacke. Haben die sich gegenseitig getötet und der andere war fast tot schon und... Egal, wir sind für heute erstmal fertig. Waren wieder 3-4 Aufnahmen. Hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wenn ihr ein paar Tipps habt, bitte, bitte schickt mir die. Nächste Woche Samstag ist das Turnier.